Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pokémon Mystery Dungeon hier, wo wir immer noch das arme Pokémon retten müssen, das liebe Psyana, das da einfach oben auf dem Berg ist. Und wo wir dann letztes Mal ganz erfolgreich gestorben sind, weil ich so ein Trottel war oder so. Weil ich einfach Pech hatte. Miri hat geschrieben, ich hatte Pech. So, und das allein zählt. Alles andere ist nur Einbildung. So, wir werden die aber retten. Da bin ich mir ganz sicher. Wir reisen da einfach hin und dann kommen wir vielleicht jetzt gleich schon zum Bossfight. War das 9. eben oder 10.? Ah, 10. Okay. Aber das sollten wir schaffen. Nein, ein Toxip. Nein. Töte es einfach. Schnell. Toxiped, mein Erzfeind. Mein größter Erzfeind. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Ich hasse Toxipeze, Serapendras und Rollumse. Und sowas werden wir auch in meinem Let's Draw niemals freiwillig malen. Da muss ich schon arg zu gezwungen werden. Aber das mag auch keiner von euch, deswegen brauche ich da auch gar keine Sorgen haben, dass ich das jemals malen müsste. Haha, oh, ein Topelix hier. Schön. Okay. Auf jeden Fall werden wir... Ach ja, Grimas ist ja nur ein Debuff. Habe ich ganz vergessen, dass ich das nur noch habe. Dieses Pokémon kann mich wenigstens nicht one-hitten. Nur, dass Serpifeuer am Platz 2 immer noch falsch aufgehoben ist. Ich will endlich mal die Reihenfolge verändern, wer wo steht. Ich will Serpifeuer da, wo der Rest jetzt steht. Also Viridium oder Miri an zweite Stelle. Damit halt einfach die Kämpfe viel einfacher würden. Aber nein. Warum auch? Das war jetzt ein toller Weg im Kreis. Kämpft ihr mal. Ich will nicht immer alles alleine machen. Wow. Was war denn das für eine Attacke von Serpifeu? Das hast du aber cool gemacht. Oh, eine Kiste. Dass du die Kiste gelootet hast, war auch sehr gut. Da geht's rüber. So, jetzt. Bossfight. Halt, nein, wir müssen erst Serpifeu regen lassen. Ja, kämpft du mal eben. Guckt euch diese Attacke an. Die geht voll ab. Los, greift mal eben an. Ich schaff das auch ohne mich. Yeah. So. Alle voll gereckt? Dann auf zum Boss-Fight. So, lass die in Ruhe jetzt hier. Wir hatten das schon. Los raus mit der Sprache. Wo hast du die Zugangskarten versteckt? Da könnt ihr lange warten. Meine Lippen sind versiegelt. Mensch, wie kann man nur so stur sein? Offenbar willst du es ja nicht anders. Psyana, wir sind wieder da. Wir retten dich. Finger weg, Schufter. Wehe, krümmt Psyana auch nur ein Haar. Endlich. Wie süß. Unsere Jammerlappen sind zurück. Ah, da ist wohl jemand schwer vom Begriff. Dann eben nochmal zum Mitschreiben. Ihr geht mir mächtig auf die Nerven, ihr verflixten Quälgeister. Doch wenn wir erst mit euch fertig sind, vergeht euch schon bald die Lust auf Spielchen. Sie setzen zum Angriff an, Baloui. Auf sie mit Gequake. Das werden wir nicht dulden. Diesmal werde ich das auf jeden Fall anders machen. Erstmal Waffen, Grimasse, Sloan. Hauptsache, die töten nicht wieder einen von uns. Aber diesmal habe ich ja auch Belebersamen dabei. So, du wurdest erhöht und kannst vorläufig keine Statusattacken einsetzen. Bla, 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 okay. Ich habe keine Statusattacken, ist nicht so schlimm. Ich mache einfach Doppelangriff. Ach so, das ist nur Serpifeu. Serpifeu ist eh nutzlos, was soll's. Hauptsache, er stirbt nicht wieder. Aber nee, letztes Mal bin ich gestorben. Nicht sehr gefreut. Ja, los, töte die Katze. Töte sie. Da fehlt nicht mehr viel. Da kann einfach nicht mehr viel fehlen. Und, ist sie besiegt? Yes. So, der eine ist tot. Na toll. Ich kann keine was machen. Aua. Ich kann... Grimasse kann ich nicht mehr einsetzen. Gut, aber gut, Grimasse. Ich habe einen Doppelhieb. Yes, damit haben wir gewonnen. So einfach geht das. Ha, so easy peasy. Diese Typen. Nimm die Beine in die Hand und ab durch die Mitte. Warum können wir die nicht gefangen nehmen? Was soll denn das? Wir haben sie schließlich besiegt. Ich schmeiß ein Pokéball auf sie. Und behalte sie. Hey, Psyana, bist du unverletzt? Wir sind hier, um dich zu retten. Nachtara hat uns alles erzählt. Oh, ich verstehe. Der gute Nachtara. Das schließt sich dein Partner. Vielen Dank, dass ihr zu meiner Rettung herbeigeeilt seid. Nun, ich habe schon bessere Tage gesehen, aber ansonsten geht's mir gut. Keine Sorge, von solchen Fieslingen lasse ich mich doch nicht runterkriegen.
Also an Mumm fehlt es dir schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Jetzt haben wir aber genug über mich geredet. Lass uns schleunig nach Raststadt gehen. Ich muss dort etwas überprüfen. Klar doch, worauf warten wir doch? Nachtara werde ich auch schon erwarten. Ja, der arme Nachtara. Hey, wir haben den Job geschafft und wir haben den Boss besiegt. La 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 la. Ja, natürlich möchte ich das speichern. Bitte, ja, danke. Nicht, dass ich nachher dann das ganze Scheiß nochmal machen muss, weil irgendwie der Strom auf einmal ausfällt oder so ein Kram. Ah, oh, Nachtara. Nee, Psyana. Nachtara. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich wollte wirklich nicht. Und ich bin froh, dass es dir gut geht. Aber so sehr ich mich hier jetzt auch zusammen mit dir freuen möchte, es gibt da etwas, worum ich mich kümmern muss. Ich weiß. Aber wir müssen auf jeden Fall zuerst Balui und Co. gebührend danken. Natürlich. Balui, Serpifol. Vielen, vielen Dank euch allen. Euch haben wir zu verdanken, dass wir jetzt hier sind. Na, kein Problem. Die Hauptsache ist doch, dass es euch beiden gut geht. Aber die Pokémon, die euch angegriffen haben, wer waren die bloß? Na, gute Frage. Ich habe offen gesagt auch keine Ahnung, wer die waren. Nachtara, die hatten es auf die Zugangskarten abgesehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wer diese Pokémon auch waren, wenn sie es auf die Zugangskarten abgesehen hatten, ist ihr Ziel klar. Entweder wollten sie unsere Forschungen in irgendeiner Form sabotieren, oder aber sie wollten die Zugangskarten deshalb stehlen, weil sie vielleicht selbst zum Riesengletscher gelangen wollen. Was? Moment mal, was du gerade gesagt hast. Du weißt schon, dass du ganz beiläufig etwas äußerst Interessantes gesagt hast? Ach ja, hab ich das? Ich hab doch eigentlich nur gesagt, dass sie die Zugangskarten stehlen wollten, um zum Riesengletscher zu gelangen. Zum Riesengletscher? Da will jemand zum Riesengletscher. Wir reden hier von dem Riesengletscher, der noch nie jemandem einen Fuß gesetzt hat, oder? Da soll man also tatsächlich irgendwie hinkommen können. Ach so. Ich schätze, das hatte ich euch gegenüber wohl noch nicht erwähnt, was? Wir zwei haben uns ja ganz der Erforschung des Riesengletschers verschrieben. Tief im Inneren des Riesengletschers. Dort drin muss er sich befinden. Der Riesenkristall, der all die Dinge um sich herum schweben lässt. Nachtara ist davon auf jeden Fall überzeugt. Ein Riesenkristall, der die Dinge schweben lässt? Die Theorie lässt sich nur beweisen, indem man den Riesengletscher aufsucht. Das Problem ist allerdings der Weg dorthin. Riesengletscherspalten versperren den Zugang. Man kommt also nicht dorthin. Deshalb dachten wir uns ja auch, uns den Verlauf der Erdseen zunutze zu machen, um einen Dungeon zu finden, der einen Ausgang am Fuße des Riesengletschers hat. Damit man so die Gletscherspalten auf einfache Weise hinter sich lassen kann. Wenn es uns gelingt, solche Zugangskarten herzustellen, dann wäre es wohl möglich, den Riesengletscher zu erreichen. Das ist ja Wahnsinn. Das würde also bedeuten, dass mit einer Kombination aller eurer Zugangskarten der Riesengletscher tatsächlich ein erreichbares Ziel wäre. Genau. Wir müssen aber noch ein wenig an der genauen Anordnung feilen. Tja, das könnte sich jetzt wohl eventuell leider als schwierig herausstellen. Psyana, wie es aussieht, hast du deine Zugangskarten nicht mehr. Kann das sein? Haben diese gemeinen Verfolger sie dir etwa gestohlen? Naja, selbst wenn, dann ist es nicht schlimm. Dann sind die Zugangskarten eben weg. Weißt du, Psyana, die Hauptsache ist doch, dass du gesund und munter wieder bei mir bist. Jetzt mal langsam, Nachtara. Zieh bitte keine voreiligen Schlüsse. Die Zugangskarten wurden nicht gestohlen. Was? Ich weiß auch nicht. Ich wünschte fast, es wäre so gewesen. Um ehrlich zu sein, also ich habe da etwas getan, das ich sehr bereue. Wer ist das? Was machst du denn hier? Bist du auch nicht verletzt? Ist alles in Ordnung mit dir? Es geht mir gut. Hier, die gehören dir. Folikon hat Psyana die Zugangskarten überreicht. Sind das etwa die Zugangskarten?
Aber wie kommt denn Folikon auf einmal, dass ihr... Ich hab mein Versprechen gehalten. Ich hab niemandem was davon gesagt. Vielen Dank. Du musst doch sicher große Angst gehabt haben. Ich und Angst? Aber nein. Ich bin total mutig. Dann bin ich ja beruhigt. Tut mir wirklich leid. Aber es geht mir doch gut. Wirklich, also bitte nicht weinen. Was denn hier los? Das frage ich mich allerdings auch. Schön, dich kennenzulernen, Psiana. Ich bin die Mutter dieses Jungen. Ach, es tut mir ja so leid. Was ich getan habe, ist wirklich unverzeihlich. Es ist meine Schuld, dass sich dein Sohn in so großer Gefahr befunden hat. In Gefahr? Dürfte ich fragen, was da überhaupt vorgefallen ist? Aber natürlich. Seit ich nach Tara aus den Augen verloren habe, war ich ja ständig auf der Flucht. Ich wollte es irgendwie bis in die Stadt schaffen, aber die Feinde waren mir dann immer einen Schritt voraus. Ich war die ganze Zeit so nah an Raststadt dran, da habe ich es einfach nicht hineingeschafft. Ich war in Sorge um meine Sachen, die ich unterwegs zur Sicherheit versteckt hatte. Also hatte ich mich entschieden, zurück zu jener Stelle im Farbenwald zu gehen. Ah, das war die Szene. Hahaha. Ich war auf dem Weg dorthin stets in Sorge, dass mir der Feind auf den Fersen ist. Ich steuerte jedoch zielstrebig den Ort an, an dem ich meine Sachen versteckt hatte. Als ich jedoch an besagter Stelle ankam, war da dieses andere Pokémon. War dort dieser Junge. Hey du, was machst du da? Ah, Entschuldigung. Die Zugangskarten. Da lagen sie. All meine Sachen, wie auf dem Boden verteilt. Und darunter natürlich auch die Zugangskarten. Sind das deine Sachen? Tut mir leid. Wenn ich gewusst hätte, dass sie dir gehört, hätte ich sie nicht angefasst. Ich verfiel in Panik. Wären meine Verfolger hier aufgetaucht, wären die Zugangskarten jetzt futsch. Aber was noch schlimmer ist, sie könnten ja jetzt auch noch jeden Augenblick auftauchen und angreifen. Was sollte ich nur tun? Ich suchte verzweifelt nach einer Antwort, bis ich plötzlich eine Idee hatte. Hey, Kleiner, du musst mir jetzt ganz aufmerksam zuhören, okay? Okay. Nein, so geht das nicht. Er kriegt noch Angst, wenn ich so verzweifelt wirke. Ganz ruhig jetzt. Ich muss mich unbedingt wieder einkriegen. So, jetzt ist besser. Hör mal eben her, Kleiner. Das hier sind in der Tat meine Sachen. Aber ist da irgendetwas dabei, was du gerne haben würdest? Ja, Sohn, ich finde diesen roten Edelstein so wunderschön. Ach ja? Weißt du was? Dann schenke ich ihn dir. Was? Wirklich? Ja, klar. Du müsstest mir im Gegenzug allerdings etwas versprechen. Ich würde dir gerne diese Karten dafür eine Weile anvertrauen. Diese Karten? Ja, genau. Würdest du sie an dich nehmen, bis ich komme, um sie wiederzuholen? Und noch etwas. Diese Karten sind unser kleines Geheimnis, okay? Kein Wort davon zu niemandem. Also, was sagst du dazu? Kannst du mir das versprechen, dass du das so hinkriegst? Klar, wird gemacht. Ich verspreche es. Ich werde es niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählen. Ich wohne in Raststadt. Komm bald vorbei, um die Karten wieder abzuholen, ja? Mach ich. Raschel, raschel, raschel. Die Feinde kommen. Dieses Geräusch. Da kommt anscheinend jemand. Also ich mache mich dann langsam auf den Weg. Du gehst auch besser direkt nach Hause, oder? Deine Mutter sorgt sich bestimmt. Ja, ich gehe zurückstracks heim. Also bis dann. Juhu, ich habe den roten Edelstein beschenkt bekommen. Juhu. Und so kam es, dass ich dem Kleinen die Zugangskarten anvertraute. Krass, so einfach geht das. Erst danach ist mir klar geworden, was ich da eigentlich getan habe. Versprechen hin oder her, es gab keine Garantie, dass die Sache geheim bleibt. Ich habe die Zugangskarten einem Kind anvertraut. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten unsere Verfolger es mitbekommen. Wenn sie davon erfahren hätten, wäre Folikon in größer Gefahr gewesen. Als mir klar wurde, bin ich sofort zurück in den Farbenwald. Doch ich kam zu spät. Folikon war nicht mehr dort. Wir müssen uns wohl irgendwie verpasst haben. Als du dort angekommen bist, müssen wir ihn wahrscheinlich gerade aufgelesen haben. Ich mag zu dem Zeitpunkt zwar echt verzweifelt gewesen sein, aber wenn ich jetzt daran denke, welcher Gefahr ich den Jungen ausgesetzt habe, mir waren danach auch ständig diese Verfolger auf den Fersen, sodass ich nicht mal nach ihm suchen konnte. Während ich auf der Flucht war, war ich die ganze Zeit krank vor Sorge. Ein Glück, dass nichts passiert ist. Bitte, bitte nicht weinen, Psiana. Bitte nicht weinen. Du hattest selber solche Angst, dass du einfach keine andere Wahl hattest. Und du hast dir trotzdem die ganze Zeit Sorgen um meinen Sohn gemacht. Danke. Und das Tolle ist doch, dass Folikon sein Versprechen an dich halten konnte. Dieses Erlebnis hat ihn stärker gemacht.
Er hat richtig was fürs Leben gelernt. Als seine Mutter bin ich dir dafür wirklich dankbar. Die weinen echt viel in diesem Let's Play. Ist das nicht toll, Psyana? Psyana. Das ist doch alles wunderbar. Die Sache hat ein gutes Ende genommen. Sag doch mal nach Tara, was habt ihr beiden denn jetzt so vor? Ach ja, jetzt da du es erwähnst, war, wenn es nicht zu sehr stört, könnten wir vielleicht noch ein Weilchen bleiben? Wenn wir Raststadt jetzt verlassen, werden wir sonst sicher gleich wieder angegriffen. Und weder ich noch Psyana sind derzeit in bester Verfassung. Ich denke eigentlich, das wäre das Beste, wenn ihr noch ein wenig bleiben würdet. Natürlich könnt ihr bleiben. Ich erwarte es, warte so bald ohnehin keine anderen Gäste. Danke, Svaroness. Das ist sehr freundlich von dir. Dann bleiben wir also noch ein Weilchen bei dir in der Herberge wohnen. Zahlen müsst ihr natürlich trotzdem. Das sollte klar sein, oder? Natürlich ist das klar. Ja, schönes Ende für diesen Teil der Story. Oh, ist wieder Nacht. Wow, was für ein Wechselbad der Gefühle heute. Zum Glück ist Psyana wohlauf. Als ich Psyana zum ersten Mal begegnet, hatte ich den Eindruck, einem Pokémon gegenüberzustehen, das mit allen Wassern gewaschen ist. Aber das ist nicht alles. Sie ist sehr gewissenhaft und gibt immer 100%. Doch ich hätte nie gedacht, dass sie so nah am Wasser gebaut ist. Nachtara ist ebenfalls sehr zielstrebig. Die zwei sind mir sehr ans Herz gewachsen. Dem kann ich nur beipflichten. Es bleibt niemand verborgen, mit wie viel Ernsthaftigkeit sie bei der Sache sind. Und dann diese Zugangskarten, welche die beiden da erforschen. Ganz zu schweigen vom Magna-Portal, das direkt in den Dungeon führt. Interessant. Jeden Augenblick, als ein gleißender heller Kreis aus Licht alles ringsherum durchflutete und den Anblick des Magna-Portals, das sich urplötzlich inmitten des Lichtmeers auftat, werde ich wohl in meines Lebenstags nichts vergessen. Und das, obwohl Nachtara meinte, es sei noch unvollständig gewesen. Wie mag sich also dieser Anblick dann erst in der Vollkommenheit darbieten? Das möchte ich ja zu gerne wissen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hey, Baloui, also ich habe mich gefragt, ob ich den beiden bei ihrer Forschung nicht ein wenig zur Hand gehen sollte. Was hältst du davon? Team Louis könnt ihr doch mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder nicht? Das hört sich super an. Schön zu sehen, dass wir ähnlicher Ansicht sind. Dankeschön. Lass uns gleich morgen mit Nachtara darüber sprechen, okay? Dann wollen wir mal zusehen, dass wir noch eine Mütze voll Schlaf kriegen. Bis morgen, Baloui, träum was Schönes. Dum, 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 dum. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Baloui. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. So, und an dieser Stelle wollte ich speichern. Beenden wir die heutige Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Danke fürs Zuschauen, haut rein und dann sehen wir uns vielleicht morgen zur nächsten Folge. In dem Sinne, haut rein und macht's gut. Tschüss.